Die ganze Woche war eigentlich so ein bisschen im Zeichen zu sehen, dass wir dieses intensive Spiel einfach natürlich aufarbeiten und dass wir alles jetzt dafür getan haben in der Woche, dass wir am Freitag mit der größtmöglichen Power da reingehen können. Hab's ja gesagt gehabt, wir haben einen Tag weniger gehabt als der Gegner, 2 Tage weniger als die Woche davor. Ich denke, dass wir noch mal eins draufsetzen müssen von dem, was wir gegen Augsburg oder jetzt auch gegen Mainz gezeigt haben. Uns steht ein Gegner bevor, der wo man einfach immer wieder auch einen Hut ziehen muss vor diesem Verein, auch vor dem ganzen Team, wie sie immer wieder arbeiten, weil sie einfach wissen, welche Saison immer ihnen bevorsteht und sie wissen, was sie investieren müssen. Für uns ist entscheidend, dass wir wissen, dass wir uns im Grunde mit diesen 2 Siegen jetzt überhaupt erst wieder ins Rennen gebracht haben. Ich glaube, das ist entscheidend. Also wir können da sehr, sehr bewusst jetzt mit der Situation umgehen. Ich glaube, dass wir uns erstmal den Glauben zurückgeholt haben und auch die Hoffnung. Das haben wir, glaube ich, auch den Leuten gegeben. Deswegen freut es uns natürlich, dass das Stadion ausverkauft ist, keine Frage. Aber ich bleibe dabei bei meinen Worten, die ich auch anfangs gesagt habe, der Impuls muss von uns ausgehen. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir dementsprechend unterstützt werden, aber wir müssen unsere Leistung abrufen und müssen im Grunde, so wie wir es jetzt auch in den 3 Spielen gemacht haben, genau da weitermachen.